Herzlich willkommen hier auf der Personalterrasse der Parkallee 301 in Bremen und heute geht es um Eisen. Iron Man, Iron Woman oder Herzschwäche. Ohne Eisen geht hier gar nichts und warum, wieso, weshalb, das erfahren Sie gleich. Bis dann. Als ich letzte Woche einen Artikel gelesen habe über das Thema Eisen, ging es darum, dass man Probanden oder Mitbürger, die zum regelmäßigen Blutspenden gehen, dahingehend untersucht hat, wie es denn um deren Eisenspeicher bestellt war. Und man hat festgestellt, dass ein Großteil der Frauen und auch der Männer, bezogen auf den Ferritinwert, der ja den Eisenspeicher repräsentiert, unter einem Wert von 12 Nanogramm pro Milliliter liegen, obwohl die Werte im Blutbild noch völlig unauffällig sind. Und man spricht da aus medizinischer Sicht von einem ausgelutschten Eisenspeicher. In der Studie der Blutspender waren über 60% der Frauen und Männer bezüglich ihres Eisenspeichers unterhalb der 35 Nanogramm pro Milliliter. Und sie hatten vor allen Dingen, wenn man den löslichen Transferinrezeptor durch den Ferritinwert teilt, in einem Quotienten, der bedeutet, dass die Blutnachbildung eingeschränkt war. Ich möchte jetzt nicht gegen Blutspende reden. Wir brauchen diese Blutspenden. Sie sind extrem wichtig und wir brauchen jeden Tag 14.000 Blutkonserven. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir das Eisen, was wir dafür brauchen, um dieses Blut zu produzieren, auch wirklich zuführen müssen. Wenn man also sich jetzt mal um das Thema Eisen und Iron Woman oder Man kümmert, dann muss einem klar sein, dass Eisen in jeder Zelle benötigt wird und dass auch Mitochondrien, die Zentren unserer Energiegewinnung, ohne Eisen überhaupt nicht können. Und wenn ich also die Energie abfordern möchte, die ich für eine solche Leistung brauche, dann brauche ich auch optimale Eisenwerte. Und Eisen kann ich verlieren über den Schweiß, im Dauerlauf, also gerade Marathonsportler, auch über Sickerblutungen im Magen-Darm-Trakt und auch durch vieles Laufen, indem quasi durch die ständigen Stöße, die die Füße haben, kann eine Hämolyse stattfinden, also ein Zerplatzen der roten Blutkörperchen durch diese mechanische Belastung. Wenn ich mir einen herzschwachen Patienten angucke und dem einen Eisenspeicherwert in die obere Norm bringe, dann kann ich damit eine Verbesserung der Herzschwäche nach der New York Heart Association um 1 bis 2 Stufen innerhalb von 6 Wochen erreichen. Monokausal. Wenn ich mir gleichzeitig noch angucke, dass das Herz auch unbedingt Carnitin und Coenzym Q10 benötigt, sind da noch ganz andere Möglichkeiten gegeben. Und wenn ich mir klar mache, dass Mitochondrien eine Vielzahl von mitochondrialen Q-Faktoren haben und wenn ich danach schaue, dann kann ich wirklich ein Optimum herausholen und dann kann ich wirklich auch Funktionsreserven mobilisieren. Eine Studie, die sich zum Beispiel mit Coenzym 10 beschäftigt hat, und zwar mit 300 Milligramm am Tag, hat gegen Placebo getestet, innerhalb der ersten 6 Monate überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Was soll das? Wieso QQ10 nehmen? 6 Monate, null Wirkung, ist doch Humbug. Aber dann hat man das Ganze über 2 Jahre betrachtet und das im Jahr 2014 schon und hat herausgefunden, nach 2 Jahren, da sterben ja 43% weniger Menschen der herzschwachen Patienten gegenüber der Placebo-Gruppe nach 2 Jahren. Und wenn man nur die Europäer nimmt, dann sogar 53% weniger, monokausal, nur CoQ10. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir brauchen Geduld. Wir brauchen therapeutische Dosierungen. Wir brauchen eine gute Analyse dessen, was wir korrigieren wollen und keine blinde Gabe. Wir brauchen medizinische Grundlagenforschung, auf die wir uns beziehen. Und genau das lege ich Ihnen ans Herz. Und damit Sie auch wissen, wo dieses Wissen herkommt, lesen Sie doch einfach mal den heutigen Newsletter. Da sehen Sie die Verlinkung auf die Quelle.